Das heutige Horoskop, Krebs, 13. Oktober 2023. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie über Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Vereinbarkeit mit anderen Zeichen. Ein schöner neuer Trend hat vor kurzem begonnen. Dies wird noch Wochen dauern. Die süße Venus, unser Göttinnenplanet der Schönheit, Eleganz und Romantik, hat sich in die Felder des Zeichens gedreht. Dies ist ein sehr kompatibles Element für Sie und wird auch als Ihr Solarhaus der Kommunikation und des Kurzstreckenreisens bezeichnet. In den kommenden Wochen werden Sie die verführerischen und überzeugenden Worte haben, um jemandem Ihre Gefühle zu sagen und sein Herz zu verzaubern. Dies könnte sich auch auf Sie auswirken, indem es Ihnen die Möglichkeit bietet, spontane und magische Ausflüge in nahegelegene Städte zu unternehmen, wo Sie sich eins mit dem Universum fühlen werden. Finden Sie Ihr Gleichgewicht. Sie müssen daran arbeiten, Ihr Selbstvertrauen zu bewahren, wenn die Sonne in der Waage dem rückläufigen Chiron im Widder entgegensteht. Das Gefühl, etwas erreicht oder erfolgreich zu sein, könnte eine Herausforderung sein, da die Rückentwicklung von Chiron Ihr Selbstvertrauen erschüttern könnte. Wenn es Ihnen an emotionaler Sicherheit mangelt, müssen Sie möglicherweise daran arbeiten, sich zu beruhigen. Sie haben das Zeug dazu, neutral und emotional ausgeglichen zu bleiben, insbesondere wenn Sie berufliche Unsicherheiten überwinden müssen. Wenn Sie Unterstützung brauchen, könnten Ihre Lieben da sein, um Sie daran zu erinnern, dass Sie erfolgreich sind. Da der Mond gestern Ihren Einkommenssektor verlassen hat, ist Ihr Gespür für Geld geschärft und Sie sind emotional und intuitiv engagiert, während Sie sich neu formieren, nachdem Venus vor 3 Tagen verschwunden ist und sich der Fokus auf den Asteroiden Juno verlagert. Da Juno, die Königin des Engagements, nicht nur nächste Woche abreist, sondern auch alle Aktivitäten auf dem Planeten an der Einkommensfront beendet, geht es jetzt mehr darum, etwas zu haben, wozu man sich verpflichten kann. Sie werden sich heute in viele Richtungen gezogen fühlen. Seien Sie sich bewusst, was Sie fühlen und wie Sie die Situationen, in denen Sie sich befinden, interpretieren. Halten Sie einen gewissen Abstand zu sich selbst, damit Sie das Beste aus diesem Transit herausholen. Die Balance zwischen Gefühlen und Handlungen ist eine wichtige Fähigkeit, die es zu entwickeln gilt. Nehmen Sie Ihre emotionale Energie mit zu einem Heimtraining, um sie zu verarbeiten und körperlich freizusetzen. Heute sprechen die Schwingungen nur in den schmeichelhaftesten und ermutigendsten Worten über Sie. Sie werden dies nutzen, um Druck auf die Menschen auszuüben, mit denen Sie zusammenarbeiten, damit Sie das Beste aus ihnen herausholen können. Es wird einige Verbesserungen und Bewegung geben, es müssen Kontakte geknüpft und Maßnahmen ergriffen werden. Dieser Wirbelsturm aus Verantwortlichkeiten und Initiativen wird dazu führen, dass Sie den Kopf verlieren und Zuflucht in Ihrem sentimentalen Leben suchen, wo das Leben glücklicher und voller zärtlicher Träume ist. Im Falle des perfekten Timings, nur 2 Tage nachdem Venus in Ihrem Kommunikationssektor zurückgekehrt ist, um eine Mission zu beginnen, die Ihrem Herzen und Ihren Beziehungen eine Stimme geben soll, gesellt sich nicht nur der Mond zu ihr, sondern nur wenige Stunden bevor Pluto in Ihrer Beziehung direkt an der Reihe ist Sektor. Während sich das Blatt wendet und der Fokus von der Vergangenheit abweicht, sind Mond und Venus zur Stelle, um sicherzustellen, dass die Kommunikationsleitungen offen sind. Auch die heutigen Erinnerungen an die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben sind aktuell, insbesondere im Hinblick auf die Rückkehr des Mars zu einem verspielten und kreativen Teil Ihres Horoskops morgen. Bei perfektem Timing schließt sich der Mond nicht nur 2 Tage nach seiner Rückkehr in Ihren Kommunikationssektor der Venus, dem Planeten der Liebe, an, sondern genau dann, wenn Pluto in Ihrem Beziehungssektor direkt wird. Gerade als es an der Beziehungsfront zu einer Kehrtwende kommt und Sie die Möglichkeit haben, Ihren Fokus von der Vergangenheit abzuwenden, kehrt der Mond zurück, um der Venus die Mission zu geben, Ihrem Herzen und Ihren Beziehungen eine Stimme zu geben. Täglicher Planetenüberblick. Heute Abend tritt der Mars in den Skorpion ein und kündigt damit einen bedeutenden himmlischen Übergang an. Diese kosmische Veränderung erfüllt uns mit unerschütterlicher Entschlossenheit und entfacht unsere Fähigkeit, in verschiedenen Projekten voranzukommen und unsere Beziehungen zu stärken. Darüber hinaus verleiht es uns die Verpflichtung, jedes Unterfangen, das wir unternehmen, durchzuhalten. Wir verfügen jetzt über den Eifer, uns angesichts der Herausforderungen zu behaupten. Seien Sie also auf einen Anstieg der Konkurrenzgefühle vorbereitet, der möglicherweise schwer zu bändigen ist.
Mit dem richtigen Maß an Begeisterung können Sie äußeren Hindernissen entgegentreten und Ihren Anspruch im Großen und Ganzen geltend machen. Erwägen Sie, sich mit Freunden zu treffen und diese neu gewonnene Kraft in Aktivitäten zu kanalisieren, die anderen zugutekommen. Diejenigen, mit denen Sie zusammenarbeiten, werden schnell erkennen, wie lobenswert Ihre Bemühungen sind und sich Ihnen gerne bei den gewaltigen Aufgaben anschließen, die Sie angehen müssen. Jede kollektive Gruppe, die Sie bilden, wird einen starken Zusammenhalt an den Tag legen und harmonisch zusammenarbeiten, um die Veränderungen herbeizuführen, die jeder miterleben möchte. Wenn Sie denken, dass Sie geistig nicht so scharf sind wie sonst, denken Sie daran, Mitgefühl mit sich selbst zu haben. Wenn Ihr körperliches Wohlbefinden beeinträchtigt ist, seien Sie vorsichtig und vermeiden Sie es, an Ihre Grenzen zu gehen. Erkennen Sie Ihre Grenzen, nutzen Sie diese Gelegenheit, um Ihren Lebensstil zu bewerten und Möglichkeiten zu erkunden, eine gesündere Perspektive zu entwickeln. Zufälligerweise erhalten heute beide Seiten ihrer finanziellen Situation einen positiven Aufschwung. Einerseits stattet der Mond Ihrem Arbeitsbereich seinen ersten Besuch ab, seit Venus, der Planet des Geldes, zurückgekehrt ist und fördert so eine positive Synergie zwischen Einkommen und Arbeit. Diese Entwicklung fällt mit der Ankunft des Mars in Ihrem Finanzsektor zusammen und schürt die Flammen Ihrer finanziellen Aussichten auf der anderen Seite des Finanzspektrums. Himmel für heute. Während Pluto seinen ersten vollständigen Tag in direkter Bewegung im Bereich Ihres Finanzsektors beginnt, verharrt er in einem Zustand relativer Stille, und es wird erwartet, dass diese Stabilität noch über einen längeren Zeitraum anhält. Dennoch hat sich eine einzigartige Gelegenheit ergeben, die erste ihrer Art seit Plutos Rückkehr im Juni. Es ist eine Gelegenheit, Ihren Fokus auf die Zukunft zu richten und Ihren Blick vom Verweilen in der Vergangenheit abzulenken. Diese Verschiebung steht im Einklang mit dem jüngsten harmonischen Einfluss von Venus, der Hüterin der himmlischen Finanzen, und verleiht Ihnen einen neuen Schub an Selbstvertrauen, während die Weisheit aus früheren Finanzbemühungen nahtlos integriert wird. Der kürzliche Abgang des Mondes aus Ihrem Finanzsektor hat Ihnen einen Schatz an finanziellen Erkenntnissen hinterlassen und Ihre Vorstellungskraft angeregt. Darüber hinaus hat es Ihnen eine Fülle von Informationen hinterlassen, die darauf warten, von Ihnen erkundet zu werden. Dieser Abschied vom Mond fiel mit dem Abschied von Venus, dem Planeten des Überflusses, nur 3 Tage zuvor zusammen. Darüber hinaus steht der unerschütterlich engagierte Asteroid Juno kurz vor seinem Abflug und stellt sicher, dass Sie eine tiefe emotionale und intuitive Verbindung behalten, die Sie durch wichtige finanzielle Entscheidungsprozesse führt. Während der Zwergplanet Ceres mehrere Wochen lang eifrig die Kontrolle über Ihren Einkommenssektor innehatte und sich in erster Linie darauf konzentrierte, Ihre Einkommensanforderungen und Prioritäten zu verstehen, katapultiert der heutige Eintritt des Mars diese Finanzexpedition auf eine völlig neue Ebene. Mars, der Kriegerplanet, kehrt nach einer 2-jährigen Pause zurück und kündigt den Anbruch der finanziell erfolgreichsten Monate im Jahr 2023 an. Da die Ankunft der Sonne noch 12 Tage entfernt ist, erfüllt sie der Mars mit dem nötigen Eifer, um sich auf die unermüdliche Suche nach etwas zu begeben, das, was rechtmäßig dir gehört. In einer Zeit, in der das Einkommenspotenzial an der Arbeitsfront von den Aktivitäten auf dem Planeten abhängt, gibt Ihnen der heutige Rückzug von Mars aus Ihrem Arbeitssektor den Antrieb und die Motivation, weiter dafür zu kämpfen, die Dinge voranzubringen, aber ohne die Dringlichkeit. Da wir wissen, dass der am Wochenende verdunkelnde Neumond ein Joker sein wird, besteht sowohl auf der Einkommens- als auch auf der Jobseite die Möglichkeit, die Hände vom Steuer zu nehmen.